So, also, ich habe jetzt gedacht, wir machen das jetzt mal so. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar Sachen auf und wir machen so einen kleinen Vlog hier raus. Haben wir bisher noch nicht gemacht, aber ist vielleicht eine ganz coole Gelegenheit, einfach mal so ein paar Eindrücke aus der Poker-Location hier für euch an den Mann zu bringen und das Ganze so auch ein bisschen tagebuchmäßig festzuhalten. Ja, heute, was ist denn heute? Muss ich gerade mal kurz gucken. Mittwoch, 8. Unser Spieler Rose hat Geburtstag. Rose, Grüße gehen raus, alles Gute. Ist Umbautag in der Poker-Location. Das heißt, ich bin hier, 10 Uhr morgens und werde heute mal ein paar Sachen umbauen bei uns. Wir haben ja bisher so ein kleines Kamerasetup mit 4 Digitalkameras und ein paar Webcams. Kratos und ich haben jetzt auf eBay eine neue Kamera ersteigert. Mit der seht ihr mich gerade. Die sieht hoffentlich ein bisschen knackiger und schärfer aus. Und die werde ich jetzt mal einbauen in unser Setup. Dann haben wir 5 Kameras und dann sollte das Bild noch besser werden. Objektiv habe ich auch besorgt. Das heißt, da werde ich auch noch mal einiges umstellen. Und ich dachte, ich filme das jetzt einfach mal, nehme das auf und ja, dann gucken wir mal, was draus wird. Vielleicht so Tagebuch, Vlog, irgendwas mäßig. So mit fancy Musik und so Schnitteffekten, YouTube, so Zoom-Effekte und Soundeffekte und komische Effekte irgendwie. Ich mache da noch irgendwas rein. Genau, dann geht's einfach los und ja, viel Spaß. Aufgabe heute, ganz klar, Kameras umhängen. Ich habe hier schon mal alles ausgebreitet. Neues Objektiv gibt's. Ja, neues Objektiv. Sieht doch besser aus, oder? Ist auf alle Fälle, lichtempfindlicher, offenere Blende. Das heißt, da geht schon mehr. Sieht gut aus. Top, weiter geht's. Neue Pokerkarten habe ich gekauft. Kann ich jedem nur empfehlen, bei Alibaba direkt mal eine Bestellung zu machen. Ganz spezielles Vergnügen. Du schreibst wochenlang mit irgendwelchen Asiaten, die so Business-Fake-Vornamen haben. Egal, ich habe es geschafft. Wir haben 2 neue Karten, die will ich nachher testen. Und dann schauen wir, ob das alles funktioniert. Gut, wenn es nicht immer so viel Zeug wäre, dann wäre das auch alles ganz easy. Hätte ich eigentlich so einen Umbau-Livestream machen können. Na, ich muss auch nicht alles machen. Dann ist jetzt die Frage, reicht das HDMI-Kabel? Ist das lang genug oder ist das lang genug? Man weiß es nicht, gell? Muss ich jetzt rausfinden. Ja, perfekt, wenn man gestern Abend schon im Omega war, um die Kabel zu kaufen, um die Kamera damit Strom zu versorgen. Und dann merkt, dass man natürlich genau das falsche Kabel gekauft hat. Nicht das mit 2,1 mm Stift-Pin-Durchmesser, sondern 2,5 mm. Passt natürlich nicht, also nochmal hinfahren. Noch besser, wenn es dann genau in dieser halben Stunde anfängt zu regnen. Perfekt. Träumchen. Deswegen gab es jetzt auch kurz keine Videos zum Verkabeln. Da hier hinten hängt schon ein bisschen was. Ich mache mal weiter und wenn es verkabelt ist, dann gibt es das nächste Update. Leck o mio he. Alles da und dann schauen wir mal, ob alles funktioniert. Bin, würde man sagen, gespannt. Okay, für mich ist jetzt wichtig, funktioniert die Kamera mit Strom? Ich habe das mal provisorisch verkabelt, auch wenn es jetzt aussieht wie Kraut und Rüben. Ich glaube, die funktioniert. Ja, ist ja mega, sehr gut. Kameras hängen, zumindest da oben. Funktioniert auch alles, leider nicht ganz so wie geplant. Irgendwie die eine Capture Card will nicht mit der einen Kamera. Ich muss mal gucken, wo da das Problem liegt. Ich mache jetzt aber erstmal eins, und zwar den Kabelsalat, den mache ich erstmal weg. Sonst gibt es nämlich Ärger mit dem Menges. Der steht nämlich überhaupt nicht auf Kabelsalat. Ich eigentlich auch nicht so. Lässt sich aber nicht so ganz vermeiden. Es sind halt doch so 3, 4, 18 Kabel. Ja, mache ich jetzt einfach und dann guck mal, ob es besser ist oder nicht. Im Zweifelsfall schiebe ich einfach einen Tisch vorne dran, dann sieht es eh keine Sau. Alles da. So lassen wir es erstmal. So, mal kurz hier hinsetzen. Ich mache mal ganz kurz jetzt hier Einrichtung von der Kamera. Okay, zweite Cam. Ja, sieht aber auch gut aus. So, das ist jetzt die Überkopfaufnahme. Servus, hallo. Was auf alle Fälle krass ist, dass die Karten hier nicht scharf werden. Ich glaube, ich hänge mal ganz kurz noch das andere Objektiv jetzt von der Hauptkamera um und wir testen das einfach mal kurz. Nee, so nicht, so nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Okay,
okay, die Objektive habe ich jetzt mal umgehangen. An unserer Hauptkamera hängt das neue Objektiv. Jetzt bin ich hier wieder auf unserem alten Objektiv unterwegs. Sieht aber auch sehr gut aus auf der Kamera, glaube ich. Und ich mache jetzt mal den Rest fertig. Und dann schmeißen wir mal alles an. Ich mache jetzt mal so einen fancy YouTube-Übergang. Okay, jetzt haben wir natürlich noch die Dealer-Kamera. Habe ich jetzt gerade mal eingestellt. Bin jetzt nicht ganz sicher, ob das zu hell ist, aber sieht eigentlich ganz cool aus. Ist jetzt die neue Kamera. Sollte eigentlich besser sein. Genau, gut. Jetzt mache ich aber noch kurz den Objektivtest hier. Hauptkamera und so weiter und so fort. Ne? Erstaunlich, dass das jetzt klar besser ist vom Bild, logischerweise, aber immer noch nicht so, dass man perfekt ranzoomen kann. Schon crazy. Wenn ich jetzt hier mal so, bin ich dann überhaupt im Fokus? Nee, wahrscheinlich überhaupt nicht. Nee, unscharf, okay. Crazy. Genau, was ich jetzt noch mache, neues Kartendeck haben wir ja, beziehungsweise zwei Decks, die muss ich jetzt noch für die Software einlernen. Das mache ich jetzt. Jetzt gibt's kurzen Zeitraffer. 3000 Jahre später. Okay, ich bin jetzt, glaube ich, durch für heute. Zumindest was die Kameraeinstellung und die Verkabelung angeht. Ja, ich bin jetzt noch nicht so ganz zufrieden, weil nämlich das Objektiv oder die Kamera jetzt hier über dem Tisch nicht die Schärfe hat, die ich mir gewünscht habe. Das heißt, da werden wir auf alle Fälle auch nochmal über kurz oder lang nachbessern müssen. Die Überkopfperspektive sieht jetzt natürlich cool aus, aber das Problem ist, die ist nicht so gestochen scharf und nicht so rangezoomt, dass man die Karten hier in der Mitte gut erkennen würde. Ja, das ist jetzt so. Aber dafür ist halt die Bildqualität insgesamt jetzt bei allen Kameras besser. Also irgendwie ein Tod muss man sterben bei dem Ding. Ist halt ein kompliziertes Projekt und jetzt mit 5 Kameras und diesem gebastelten Setup hier im Wohnzimmer ist es halt so. Egal, das war es jetzt auf alle Fälle für den ersten Premieren-Vlog, Blog, was auch immer, keine Ahnung, Tagebuch, nennt es wie ihr wollt. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich glaube, das ist eine coole Begleitung für unser Projekt. Hat auch eben so Tagebuchcharakter, soll es auch haben. Wer das angesehen hat und Bock drauf hat, das nochmal anzusehen, Abo klicken. Ne? Also wir brauchen ja immer noch diese 500 Leute, verdammte Axt, 500 brauchen wir irgendwie, um bei YouTube zu monetarisieren. Wir arbeiten dran. Das nächste Mal mache ich, keine Ahnung, irgendwas anderes. Ist doch cool, denke ich, hoffe ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir finden es raus zusammen. Weitermachen. Oder wie hieß es früher bei Löwenzahn? Ausmachen. Oder so, ich muss nach und dann mache ich das ab jetzt mal. Ciao, ciao.